Liebe Freunde der Aviatik, herzlich willkommen bei einem Kanal von Aviation Market. Ich führe Modellflugzeuggeschäft hier in Bülach, ganz nahe des Flughafens Zürich. In diesem Kanal möchte ich euch meistens die neuesten Modelle vorstellen, die bei mir eingetroffen sind. Manchmal sind es auch Raritäten oder Modelle, die ihr euch gewünscht habt in den Kommentaren, über die ich mich immer sehr freue. Heute allerdings ist es wirklich eine Formneuheit wieder, die ich erhalten habe und ich möchte euch das Modell sehr gerne vorstellen. Es wird ein eher kürzeres Video werden, weil bei den Hubschraubern bin ich nicht so stark drin im Thema. Ich werde euch also vor allem das Modell vorstellen und über die Sea King, die ich hier habe, kenne ich noch weniger aus. Also das Flugzeug, der Hubschrauber, Entschuldigung, der ist schon ein bisschen älter, ist praktisch überall ausgemustert, würde ich meinen. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwo im Einsatz ist. Der war vor allem in den 60er, 70er, 80er Jahren noch im Einsatz, wurde dann aber durch ein Nachfolgemodell ersetzt, auf das ich dann noch kurz eingehen werde. Im Moment werde ich ziemlich geflutet von neuen Hubschraubern und ich freue mich sehr darüber, weil das Thema wurde eigentlich ziemlich stiefmütterlich behandelt von den Herstellern und jetzt habe ich in relativ kurzer Zeit habe ich verschiedene erhalten. Also das erste war die Mi 24, die gekommen ist, dann habe ich die MH60 bekommen und in derselben Lieferung jetzt eben auch die Sea King hier. Was ich ein bisschen bedauerlich finde hier, um es gleich vorwegzunehmen, sie haben nur britische Versionen herausgebracht und das ist ein bisschen schade, weil das britische Thema ist durchaus interessant, aber ich bin mir absolut sicher, nicht ich glaube, ich bin mir absolut sicher, hätten sie die amerikanische Version herausgebracht, dann hätte sich das Modell viel, viel besser verkauft. Gerade die Sea King der Amerikaner hat ein paar sehr berühmte Auftritte gehabt, zum Beispiel bei einer Apollo-Mission, als Astronauten, auch beim Mercury-Programm übrigens, hat die Navy die Piloten oder die Astronauten mit der Sea King gerettet oder gerettet, evakuiert oder herausgefischt aus dem Meer. Und dort gibt es sehr viele Aufnahmen, auch die Apollo-Mission zum Beispiel. Dort kann man den Hubschrauber sogar noch besichtigen im Museum. Den habe ich selbst gesehen auf der USS Hornet zum Beispiel. Das ist dort ein großes Thema. Oder eben dem legendären Film Der letzte Countdown, The Final Countdown, mit Martin Sheen noch als Schauspieler. Der war dort noch relativ jung. Das ist die Geschichte der Flugzeugträger, die USS nimmt sie ein Sturmgerät und dann in der Zeit zurückkatapultiert wird. Ich weiß, es klingt ein bisschen doof, wenn ich das so erzähle, aber der Film ist wirklich gut. Ich finde ein sehr schönes Zeitdokument auch. Da wurde noch nichts mit CGI gefilmt und dort kommt die Sea King eben auch darin vor und hat einen sehr großen Auftritt. Und ich bin mir sicher, wenn sie diese Maschine herausgebracht hätten aus diesem Film, da hätte ich gleich 3 Dutzend bestellen können und es hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Und hier mit der britischen Version hat einfach niemand so einen Bezug dazu. Ich weiß nicht, ob sie noch die amerikanische Version machen, weil ich nicht weiß, wie groß die Unterschiede sind zwischen der britischen Version und der amerikanischen. Es kann tatsächlich sein, dass die Unterschiede so gravierend sind, dass man tatsächlich keine amerikanische Version daraus machen kann. Könnte ich mir vorstellen, dass sie deshalb nur die britische gemacht haben. Ja. Trotzdem, es wäre wirklich cool, die amerikanische würde es auch geben, aber das Modell hat sich jetzt nicht schlecht verkauft. Ich bin nämlich schon ausgeschossen, das ist das letzte hier und das Modell ist für mich persönlich auch. Deshalb ja, habe ich jetzt im Moment keine mehr, es kommen aber wieder welche. Habe ich noch bestellt, selbstverständlich. Sind noch verfügbar. Aber bevor ich jetzt weiter auf das Modell eingehe, messen wir es doch kurz einmal aus. Ich habe es deshalb auch auf den Ständer gestellt, damit wir gleich alle Dimensionen haben. Also zuallererst einmal die Länge des Modells. Von Nase zu Heck, das sind doch 24 cm, also eine ziemliche Länge. Jetzt, wenn wir das Rotorblatt so drehen, dass es genau nach vorne schaut, ich hoffe, das geht, so, dann wächst die Dimension natürlich noch wesentlich mehr und dann sind wir nämlich bei 31 cm. Ja, 31 cm in Gesamtlänge. Also eine ziemlich große Dimension. Der Hubschrauber ist relativ groß. Jetzt, weshalb habe ich nicht alle Rotorblätter montiert? Ich habe es versucht, glaubt mir, und es ist sehr heikel. Die Stelle, um das zu montieren, ist relativ kurz und es klemmt sehr stark und ich habe es fast nicht geschafft. Deshalb habe ich es bei einem gelassen, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Ich möchte es einfach nicht beschädigen. Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden bei den Hubschraubern. Rotorblätter, die sind einfach sehr fragil. Und bitte verzeiht mir, aber ich denke, man bekommt auch so ein Bild, wie groß die Dimensionen ungefähr sind. Ein Rotorblatt jetzt hier zum Beispiel ist 12 cm lang und es ist ein 5-Blatt-Rotor. Das heißt, ich kann jetzt nicht 12 und 12 zusammenzählen, dann sind wir bei 24. Der Rotorkopf selbst ist bei ja, ein bisschen mehr als 1 cm, also wären wir bei 25 cm im Durchmesser. Das
würde stimmen, wenn es denn ein 6-Blatt-4-Blatt-Rotor wäre, also eine gerade Zahl, aber dadurch, dass es ein 5-Blatt-Rotor ist, verschiebt sich das Rotorblatt, wenn es hier hat, verschiebt es sich um einen gewissen Grad und dann sinkt auch der Durchmesser. Aber wie viel weniger das ist, macht wahrscheinlich nicht so viel aus. Ich denke, ihr werdet immer noch etwa 23 cm benötigen, vielleicht auch 22. Aber das ist etwa die Dimension, in der wir uns bewegen. Der Hubschrauber selbst hat eine Breite von 9 cm. Also das ist überschaubar von der Breite her. Jetzt, wenn ihr zu wenig Platz habt, um den Hubschrauber so auszustellen mit den Rotorblättern, dann habt ihr hier, und das finde ich wirklich cool, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen, einen zweiten Rotorkopf. Und dieser Rotorkopf hat die Gelenke so angewinkelt, dass man eben die Rotorblätter gefaltet darstellen kann. Das heißt, die schauen dann alle nach hinten, die sind dann alle gefaltet. Und das finde ich echt cool. Also dann kann man wirklich den Hubschrauber auf einen Platz von eben diesen 9 cm mal 23, 24 cm ausstellen und der Platz reicht vollkommen. In der Höhe habt ihr dann ein Modell von 8 cm, auch wenn er nicht auf dem Ständer steht. Und die Gesamthöhe des Hubschraubers ist bei 15 cm. 15 cm reichen tatsächlich. Ist sehr knapp bei einem Tablerabstand von 15 cm, wenn diese Tablergröße fährt. Aber es reicht der Platz. Und wenn ihr den Rotor ein bisschen dreht, dann müsste es eigentlich funktionieren. Dann müsste es Platz haben. Und sie sind ja auch sie geben ein bisschen nach. Aber es ist die oberste Limite, die 15 cm. Ich würde 20 nehmen, wenn ihr könnt. Das wäre von meiner Seite her empfehlenswert. Nochmals zurück zu den gefalteten Rotorblättern. Eben vom Platz her ist es natürlich cool und die Option, um es darzustellen, dass das möglich ist, dass man es so ausstellen kann, finde ich auch sehr cool. Allerdings gefallen tut es mir nicht so gut. Also wenn der Hubschrauber die Rotorblätter gefaltet hat, dann ja, optisch, ästhetisch finde ich es nicht so schön. Auch die Osprey zum Beispiel von Air Force One Model, da kann man auch die Hauptturbine nach unten legen, dann die Rotorblätter gefaltet darstellen. Dort sind einfach zwei Rotorköpfe gefaltet und normal. Und dann könnt ihr auch noch die ganze Tragfläche drehen, dass es in der Längsachse ist des Rumpfs. Und so wird er verstaut auf einem Flugzeugträger und benötigt sehr wenig Platz. Aber es sieht nicht schön aus. Also die ganze Osprey, das Bild des Hubschraubers oder des Flugzeugs, wie ihr es nennen wollt, ist ein Hybrid, kommt so einfach nicht mehr zur Geltung. Es ist cool, dass man das machen kann, auch optisch, wie man das Flugzeug zusammenlegen kann oder über Hubschrauber. Aber schön ist es eigentlich nicht und ich würde ihn wahrscheinlich nicht so ausstellen. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe das Modell noch in der Verpackung bei mir zu Hause im Moment. Ist nicht ausgestellt, aber man hat die Option und das habt ihr hier auch mit diesem Rotorkopf. Finde ich extrem cool gemacht. Ja, die Qualität des Modells ist absolut in Ordnung. Ich habe nichts zu bemängeln gehabt. Es hat keine Funktion. Ihr könnt die Türen nicht öffnen. Ihr könnt... Oder jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Mist erzähle. Die Türen, könnt ihr die öffnen? Nein. Doch, natürlich könnt ihr sie öffnen. Entschuldigung. Jetzt, als ich das Modell gegriffen habe, hatte ich plötzlich das Gefühl, das gibt wie nach. Ja, ihr könnt das Tor öffnen hier hinten. Sehr cool. Also diese Funktion habt ihr. Das Fahrwerk kann nicht eingefahren werden, weil es beim Original auch nicht eingefahren werden kann. Selbstverständlich ist es dann auch beim Modell nicht möglich. Der Heckrotor kann nicht beigeklappt werden. Ich meinte gesehen zu haben, dass der Heckrotor hier beigeklappt werden kann, damit er noch weniger Platz braucht. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber ich meinte schon. Aber eben das Tor könnt ihr öffnen, das finde ich der Hammer. Das ist wirklich eine Aufwertung des Modells. Piloten habt ihr keine drin, ist aber auch nicht so wichtig jetzt. Ihr könnt das Cockpit vorne nicht öffnen. Das ist übrigens auch bei der Mi 24 so gewesen, bei dem Modell, das sie herausgebracht haben. Dort konnte man die Türe ebenfalls öffnen. Ihr könnt euch das Video anschauen. Diese Funktion habt ihr und ansonsten hat es keine Funktion mehr. Bewaffnen könnt ihr den Hubschrauber nicht, weil das Original auch nicht bewaffnen war, außer die Amerikaner konnten, glaube ich, Torpedos mitnehmen für U-Boot-Bekämpfung. Das war, glaube ich, möglich, aber diese Maschine hier kann das nicht. Es liegt auch nichts bei. Was noch speziell ist, ihr habt hier die Filter hier vorne. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner auch hatten. Die sind noch speziell. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein ganz simpler Hubschrauber, ein simples Modell mit wenig Funktion. Eben die Türe kann man öffnen, sonst kann man eigentlich nicht viel machen. Man kann es auf den Ständer stellen. Aber das Modell sieht klasse aus. Ich finde es nicht einen schönen Hubschrauber, muss ich ehrlich sagen. Optisch schön ist er nicht.
aber charakteristisch. Und ich finde es extrem schön, dass sie ihn gemacht haben. Und ich hoffe sehr, dass sie noch eine amerikanische Version herausbringen werden, obwohl ich recht skeptisch bin, ich muss es zugeben. Sie haben vier verschiedene britische Hubschrauber herausgebracht, alles britische Maschinen. Und das ist für mich ein Indikator, dass es heißt, dass sie wahrscheinlich nur britische machen können, weil die Form eben von den Briten ist. Das ist ein Lizenzbau, das ist nicht die SH-3 Sea King, sondern, sie nennen sie auch Sea King, die Engländer, aber WS-61 oder HC-4. Das steht zumindest hier auf der Verpackung. Wie gesagt, es ist, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Lizenzbau ist von Westland. Die haben Hubschrauber gebaut oder bauen immer noch. Und ja, ist keine amerikanische Maschine. Aber eben, was die Unterschiede sind, weiß ich nicht so genau. Die Geschichte des Sea King selbst kenne ich nicht so gut. Deshalb werde ich mich hier auch kurz fassen. Es ist der erste, ich glaube, es ist der erste große Hubschrauber oder mittelschwere Hubschrauber gewesen für die Navy, für die US Navy. Davor hatten sie noch nichts etwas Großes. Und wurde für U-Boot-Jagd benutzt, für Verbindungen zum Hubschrauber und Festland natürlich, für Transport. Und was war noch U-Boot-Bekämpfung? Luftbetankung konnten sie damit bestimmt noch nicht machen. Aber das ist eigentlich ja, das Arbeitspferd gewesen für die Flugzeugträger der US Navy. Die Air Force hat diesen Hubschrauber nicht im Dienst gehabt, da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings die Black Hawk dann. Die Black Hawk, das ist der Nachfolger gewesen, auch bei, für die Sea King. Die hieß aber nicht Black Hawk bei der Navy, sondern Seahawk. Das war die SH-60 dann. Von den Dimensionen her durchaus zu vergleichen von der Größe, aber von der Kapazität her, von den Funktionen her natürlich wesentlich leistungsverstärkt. Ist ein wesentlich moderner Hubschrauber, ist auch jetzt noch im Einsatz, die SH-60, wird jetzt aber ersetzt durch die Osprey, meinte ich. Also die Tage sind gezählt, jetzt ist die V-22 Osprey, ist der Nachfolger. Hat etwa dieselben Leistungen wie eine Seahawk, was das Gewicht angeht, von der Masse her, aber die Osprey hat den riesen Vorteil, dass sie viel, viel schneller fliegen kann und auch viel die größere Reichweite hat als eine Black Hawk oder eben eine Seahawk, weil sie eben ein Hybrid ist zwischen einem solchen Flugzeug und einem Hubschrauber. Dadurch, dass sie eine Tragfläche hat und die Rotoren nach vorne klappen kann, kann sie natürlich viel, viel schneller und viel größere Distanzen fliegen. Das ist der größte Pluspunkt dieses Modells. Ist auch technologisch viel anspruchsvoller. Aber die SH-3 war eigentlich der erste Schritt zu den mittelschweren Hubschraubern von den Amerikanern. Und war ein sehr bewährter Hubschrauber, sehr bewährtes Arbeitspferd. Auch wenn er optisch vielleicht nicht so viel hergibt, er sieht ein bisschen schwerfällig, ein bisschen pummelig aus, aber hat durchaus seine Berechtigung, auch in einer Sammlung zu sein, wenn einem das Thema interessiert. Wie gesagt, ich warte immer noch auf die amerikanische Version und hoffe sehr, dass diese noch erscheinen wird. Ja, dann bin ich, glaube ich, am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag. Tragt Sorge zueinander und ich freue mich sehr auf das nächste Video mit euch. Tschüss zusammen.